Wir gehen rein in Fahrtech. Jalla. Onkel Monty hat aber natürlich auch fleißig in der Vergangenheit geshoppt. Deswegen werden wir vielleicht nicht ganz so viele Teile finden, die uns gefallen. Als allererstes hier nochmal, wer nochmal eine schöne Handtasche braucht. Die ist gerade im Schnäppchen-Angebot für 74.014 Euro. So, sorry. Digga, bin ich doof oder was? Ja. Bruder, also wer da zuschlagen will, ich wette, man kann auch noch, kriegt sie noch versandkostenfrei. Kappi, klappi. So, da haben wir doch hier eine Schnäppchen-Handtasche, Digga. 328.794 Euro. Himalaya Birkin-Handtasche. Keine Ahnung, Bruder, ob das aus der, also ob das Leder aus Alienhaut gemacht worden ist, warum das Ding so teuer ist. Ich habe wirklich meine Schmerzgrenze, ist ja schon relativ hoch, wenn es um Klamotten geht. Aber das, Digga. Und in 2-3 Jahren gibt es sogar wieder so ein Busted-Ding, wo ich mit dem Ding durch die Gegend laufe, Kappi. wir gehen rein in Ralf. Ich muss gestehen, ich bin da eigentlich so gut wie immer am Bestellen. Das habe ich alles. Also die Sachen, die ich hier sehe, die mir gefallen, die Sachen habe ich auch leider schon. Das muss ich an der Stelle sagen. Ich bestelle sehr viel Klamotten auch immer noch, aber halt sehr vieles Offstream. Ich will mal gucken bei der Farbe Rosa. Okay, das ist mir deutlich zu rosa. Das ist mir auch deutlich zu rosa. Ja, und dann hört es hier auch schon auf, leider. Okay, Sharks, also sei mir nicht sauer, Digga, auch wenn du gay mit I am Ende schreibst, weißt du ganz genau, worauf du hinaus willst. Und im Zusammenhang diese Farbe mit der Beleidigung gay dulde ich hier nicht und deswegen wieder schauen und reingehauen, mein Süßen. Dieser rosa Ton hier, oder ich würde nicht sagen, dass das rosa ist. Pink ist das für mich. Schweinchen rosa vielleicht auch. Das habe ich ja jetzt auch gerade hier in der Jogginghose als Farbe. Die ist im Übrigen auch von Ralf Lauren. Die Farbe finde ich extremst nice, Digga. Und auch gerade im Sommer, wenn man ein bisschen angebräunt ist, das kommt gut, finde ich. Jeanshose, weiß nicht, sollen wir mal eine Jeanshose ausprobieren? Das ist die, die ich glaube ich habe, oder? Ja, das ist die, die ich habe. 116 Euro Schnapper. Oder im Shopping-Stream wisst ihr ja, achten wir jetzt nicht so groß auf Preise. Natürlich sind 116 Euro ein Haufen Geld, aber ja, das ist jetzt nicht so, als wenn wir da jetzt immer drauf geachtet haben im Shopping-Stream. Und ich habe immer Einspruch auf den Lippen, lieber bezahle ich für die Hose 116 Euro, als das Geld in die Spielhalle zu bringen. Dann gönne ich mir lieber. Soll ich mal so eine Jeans probieren, Digga? Oh nee, Digga, jetzt ist hier wieder Größe, da schiebe ich ja Krise. Das Model ist 1,87, trägt Größe 32. Ah. Bestell beide und die nicht passt zurück. Bruder, das würde ich machen, wenn ich auch Sachen zurückschicken würde. Aber ich schicke nie Sachen zurück. Ja, so, ich weiß nicht, Digga, früher fand ich die eigentlich ganz cool, diese Poloshirts, aber mittlerweile gehen die mir irgendwie auf den Schnürsenkel, Digga. Dann gehen wir rein bei Balenciaga. Was mal. Ja, also das Rosa sieht ganz schön aus. Den können wir einem Eric bestellen. Die Jogginghose, was ist das? Das Model ist 1,76 groß und trägt Größe S, also bräuchte ich M. Eigentlich müsste es M sein. Ich gehe mit M. Gucken wir mal bei Gucci. Und das Schlimme ist, Digga, ich finde sogar das selbst, also Geschmackssache natürlich, aber ich finde, es sieht schön aus. Also so rein von der Ästhetik, vom Optischen, finde ich, sieht schön aus. Und ich sag euch so, also ich habe auch eine kleine Gucci-Kerzensucht gehabt. Die riechen auch verdammt gut. Ich habe ja für Mode viel Verständnis, aber Bruder, weiß nicht. Ja, das finde ich jetzt immer schwer einzuschätzen. Ist das so eine Riese? Ich finde, die sieht nicht schlecht aus. Also optisch finde ich die ganz schick. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde sie ganz schick. Man weiß immer nicht, ob diese Bauchtasche so riesig ist, also klein oder groß. Oder letztendlich ist ja mein Shopping-Stream und jeder hat ja einen anderen Geschmack. Ich finde, das hat so einen richtig geilen, die hat so einen richtig geilen Vintage-Look, Digga. Na, wir packen sie mal in den Warenkorb und gucken mal, wie sie es anfühlt, wenn sie im Warenkorb ist. Hart auf hart wird sowieso wieder so ein Ding sein. Die werden nur rumliegen. Man muss jetzt Monte Weird Flex, ich habe ja schon zwei Gucci-Bauchtaschen. Und Bruder, ja, was soll ich sagen? Bald sind die auch schon in diesem Vintage-Ding drinne. Gucci ist für Dullis. Ja, ist doch in Ordnung, Digga. Dann lass mich Dulli sein und mir das Ding kaufen, Bruder. Boah. Ich werde sie mir nicht kaufen, niemals. Aber Bruder, also ich finde, das sieht maschallah aus, Digga. Aber ich sehe es auch mit anderen. Ich sehe Mode auch ein bisschen mit anderen Augen. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil ich auf die Farbkonstellation achte.
und ein dunkelblau, so ein dunkelblau schimmernd mit orange. Wisst ihr, ich sehe das immer aus Graffiti-Sicht. Und als Graffiti würden diese beiden Farben so gut miteinander harmonieren. Ja, Big Mac, aber Bruder, ich verstehe immer nicht, also dein Nonsens, den du hier immer dazu beiträgst, muss an der Stelle mal, ich verstehe immer nicht, was du dir davon erwartest. Okay, wir schließen jetzt den Shopping-Stream. Tut mir leid, ich höre den Shopping-Stream auf. Big Mac sagt, wenn das Ding 10 Euro kosten würde, würde ich es hässlich finden. Tut mir leid, du hast mich erwischt, Bruder. Wir hören jetzt auf, Shopping-Stream zu machen. Du hast dein Ziel erreicht, alles gut. Dann haben wir jetzt ja deinen Beitrag gehabt und gut ist. Digga, was ist los bei dir, Alter? Ja, die Socken, Bruder, ich weiß nicht, viele von euch, glaube ich, tragen Dreiviertelsocken oder so, ne? Ich mag diese Art von Socken auch gar nicht, Digga. So lange Socken bin ich viel mehr Freund von. Hier, guck mal, diese hier. Die sind gut. Ja, das Problem ist bei Unterhosen. Bei Unterhosen ist wirklich das Problem, Digga. Ja, Bruder. Also, ich habe so das Gefühl, wenn ich hier durchscroll, dass ich gerade in meine Unterwäscheschublade gucke, bis auf diese Hodenbeißer hier. Mal eine ernste Frage. Trägt irgendjemand von euch diese Art von Unterhosen? Okay, die meisten von euch nicht. Also, ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ist schon ein paar Jährchen her. Da hat mir meine Oma aus Versehen, glaube ich, so eine Unterhose von meinem Opa in den Wäschekorb gelegt. Ich glaube, ich hatte keine saubere mehr und da habe ich die angezogen. Das hat sich gar nicht so verkehrt angefühlt. Es hat sich nicht so schlimm angefühlt, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber Bruder, also für mich persönlich, das sind die bequemsten Badehosen hier. Badehosen, Unterhosen. Paul Shark eigentlich auch immer stabil. Und Boxershorts angeht, da bin ich sagen, ich trage mittlerweile nur noch Ralph Lauren Boxershorts. Das sind für mich die bequemsten und besten Boxershorts, die ich jemals getragen habe. Beweis? Guck mal, ich habe sogar passend für dich heute extra, Kappi, sogar die passende Unterhose dazu an. Im gleichen Farbton. Pink, pink. Rosa, rosa. Lacoste ist auch anders wild und bequem. Ich habe Lacoste selber auch getragen. Ich bin ein sehr großer Freund mittlerweile einfach von Ralph Lauren. Da fühlt sich das einfach untenrum am besten an. Von vorne ganz schlicht. Von hinten mit so einem großen Druck. Boah, weiß nicht. Auf einer gewissen Art und Weise hat das schon was, finde ich. Ist natürlich ein sehr, sehr großes Logo hinten, ne? Bei Paul Scharker ist immer irgendwie gefühlt, Digga, gefühlt ist das mir zu klein. Bei ihm sieht es jetzt groß aus, aber Digga, der wiegt ja auch gefühlt nur 70 Kilo. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich würde da hart auf hart mit XL gehen. Okay, wir bestellen Onkel Monty jetzt Jeans. So oft gehst du doch nicht nach mehr. Nee, Bruder, ich will auch ein bisschen mehr Jeans tragen. Was ist das denn für eine Moisy-Meyer-Konstellation, Digga? Die beiden Farben zu kombinieren ist ja übelst komisch. So, gucken wir uns mal die hier an. Und da fängt es bei mir auch schon an. Was bedeutet Crop Jeans? Was ist das? Bruder, ich will eine Jeans. Trap Jeans. Bruder, muss ich jetzt Abitur haben, um mir eine Jeans zu kaufen oder was? Digga, ich will einfach nur eine verfickte Jeans kaufen, Mann. Das Model ist 1,36 und Trittgröße 31. Waist. Das verunsichert mich. Was bedeutet Waist jetzt? Was soll das, Digga? Bruder, ich will einfach Größe LXL, Mann. Ja, aber 128, Digga, kann man ja auch nicht so viel verkehrt machen. Modegeschmack in allen Ehren, aber wer trägt denn bitteschön freiwillig in der heutigen Zeit noch eine Latzhose? Kennt ihr irgendjemanden, der freiwillig eine Latzhose trägt? Straight Leg Jeans, das habe ich schon wieder vergessen, was es ist, Digga. Das war doch die gute, oder nicht, ne? Ach, das ist die, die wir gerade reingemacht haben, oder was? In den Warenkorb? Ah, Moisty. Aber warum ist die jetzt so teuer? Das ist eine Spezialedition. Da sehe ich mich drin, Digga. Das Model ist 1,83 und trägt Größe 32,32. 36,34. Haut doch hin, oder? Bin ich nur so oder ist Jeans kaufen online echt schwierig, Digga? So, okay. Ja gut, wir haben ja schon eine Jeans haben wir schon eingepackt. Ist ja eine mehr als, also keine. Gucken wir nochmal bei Fendi. Fendi hat auch immer schöne Sachen. Ja, gucken wir mal bei Farbe. Haben wir da was in rosa? Ah ja. Guck mal, das meine ich. Das wäre mir viel zu groß, die Bauchtasche, Digga. Was soll ich da reintun, Digga? Soll ich Kylo da reintun oder was? Givenchy. Da gucken wir auch nochmal. Oha. Oha. Weiß nicht, ob der Anzug gut aussieht oder nicht, Digga. Die Frage ist als allererstes Look ansehen, ob das Oberteil noch verfügbar ist. Was? Ja, da leckt mir doch die Rosette. Wurden 4.600 Euro für das Oberteil. Bruder, muss aber ganz dringend los. Also da, Bruder. Ja, Bruder, wo ist Wadi Tim, wenn man ihn braucht? Wadi hätte geklärt, Digga.
Ja, nee, also Bruder, der Anzug sieht zwar schön aus, aber Bruder, für 4 Mille, da gehe ich lieber mit ins Casino. Das ist ja alles so arschteuer, Digga. Haben die irgendwie, was ist denn da los, Digga? Das war doch sonst nicht so teuer. Bruder, die Hose kostet einfach 2 Mille, hallo. Okay, dann ihr wolltet, dass ich mal bei Dior gucke. Ja, schlecht sieht der Pullover jetzt nicht aus, oder? Der Braunton sieht aber auch nicht schlecht aus. Der kommt auch geil. Die sind doch momentan so in, oder? Die sind momentan übertrieben in, ne? Ist das genau diese oder ist das so ein anderes Modell? Kenne mich damit nicht aus. In schwarz, Bro. Ist das diese hier in schwarz oder was? Ah ja. Aber ist irgendwie schon, weiß ich nicht, Bruder, Handtasche ist schon komisch. Wir können halt einfach mal speziell in die Kategorie Handtaschen gehen. Aber so vom Ding her, also die Pullover, wie fallen die denn aus von der Größe? Nur mit PayPals an, sympathisch. Dieser Artikel sollte dezent locker sitzen. Wir empfehlen da, ihre reguläre Größe zu bestellen. Hm, okay. Ich habe hier einen Account. Da habe ich meine Handtasche bestellt für meine Ex für 3.500 Euro, 4.000 Euro. Und von der goldenen Kette für 11.000 Euro zu Weihnachten will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Und der Louis Vuitton-Tasche oben drauf noch. Also an Weihnachten habe ich 13, 14 Mille gelassen für Weihnachtsgeschenk. Und am Ende habe ich den hier bekommen. Am Ende habe ich den hier bekommen, Digga. Naja, so ist das, Digga. Ist dein Hund am Schnarchen? Nee, deine Mutter liegt bei mir unter dem Tisch. Digga, natürlich ist das Kylo. Oh nein, Digga, warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich mir das überhaupt leisten kann. Was sagt Tipico? Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Guck mal, das hat nichts mit Gefühle verrückt zu tun, sondern einfach... Guck mal, wenn man die Möglichkeit hat, man verdient gutes Geld und man kann sich auch teurere Sachen leisten, dann war... Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich das geschenkt habe, weil das besonders viel Geld kostet, weil ich es besonders hübsch fand. Und am Ende des Tages, ich gebe euch jetzt eine Weisheit, die im Nachhinein leider erst meine Ohrmuscheln erreicht hat. Ein weiser Mann hat zu mir gesagt, Marcel, schenke einer Frau niemals Schuhe oder Uhren. Und ich frage ihn, warum? Marcel, wenn du einer Frau Schuhe schenkst, läuft sie dir weg. Und wenn du einer Frau Uhren schenkst, ist eure Zeit abgelaufen. Ich habe das kurz auf mich wirken lassen und es hat Sinn gemacht für mich. Denn wenn ich jetzt auf meine letzte Beziehung reflektiere, ich habe gefühlt 15 Paar Schuhe geschenkt und 2 Rolex-Uhren. Beziehungsweise eine Rolex-Uhr zum Geburtstag geschenkt und die andere Uhr war meine, aber habe ich so... Also sie konnte die tragen. Ein Geburtstagsgeschenk habe, ist halt Geburtstagsgeschenk gewesen, so doof gelaufen. Vielleicht ist es dann in dem Moment auch nur so ein Aberglaube gewesen und es hat dann Sinn gemacht und... Aber am Ende habe ich gedacht, ja, er hat recht. 2 Rolex, wie gesagt, nochmal für dich auch zum Zuhören. Die eine Rolex war meine, die war nur Leihgabe, die habe ich wiederbekommen. Und die andere Rolex, die ich jetzt zum Geburtstag geschenkt habe, hat damals 6.000 Euro gekostet, 7.000 Euro. War ein Geburtstagsgeschenk, ja. Und jetzt, Digga, kann man mir, glaube ich, keinen Vorwurf machen, oder? Ich glaube, jeder von euch da draußen, wenn er in meiner Situation wäre, beziehungsweise gutes Geld verdienen würde und das Geld locker sitzen würde, würde der Person, wo er denkt, dass diese Person die ist für die Zukunft, würde er auch beschenken und verwöhnen bis zum geht nicht mehr. Vielleicht auch in manchen Stellen vielleicht dann zu viel des Guten gewesen. Das kann gut möglich sein, ja. In dem Moment hat es sich auf jeden Fall für mich richtig angefühlt. Gehen wir nochmal rein in Taschen. Also diese Reiter-Satteltaschen, die sehen optisch so von der Form ganz cool, aber ist jetzt nicht so das, was ich so für mich... Ne, die ist mir auch... Die finde ich... Die ist viel zu groß, oder? Ja, das ist ja fast ein Kulturbeutel, den er da dann mit hat. Nee, Bruder, ist mir auch... Das ist mir alles zu groß. So gay, Hades, solche Leute, bann. Wenn Leute als gay als Beleidigung bei mir im Chat benutzen, permanent bann. Mir egal, ob der 2 Jahre Subscriber ist, hat er selber Schuld. Aber es geht um Handtaschen für Männer. Ja, eingestuft 95. Willst du direkt hinterher, oder was? Diese war das hier. Die beiden haben uns... Ich habe kurz im Verlauf geguckt. Ah, die ist ein bisschen größer, glaube ich, ne? Die ist ein bisschen dezenter, kleiner. Ja, Klatsch haben so viele. Ist das wirklich so? Boah, ich bin da nicht in der Modewelt so drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe mit der hier, Digga. Scheiß drauf.
Oh, die ist nicht verfügbar. Die ist nicht verfügbar. Meine Fresse. Schauen wir mal bei Fendi, Digga. Taschen. Bruder, die sind, glaube ich, aber arschteuer. Und Digga, die hat sogar noch so. Die hat sogar noch so. Als wenn das ein Koffer ist, Digga. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Dann bestelle ich jetzt die Sachen bei Fartech. Wir haben die Jeans, wir haben den Paul Shark Pullover, die Socken, die Gucci-Tasche und den Balenciaga, die Balenciaga-Hose. 1600 Euro. Passt doch. So, die Sachen sollten, heute haben wir Montag, die Sachen sind alle Mittwoch da. So, das haben wir bestellt und... Ja, Bruder, die Tasche von Dior, die hätte ich jetzt schon gerne, Digga. Ich mach mal hier so eine Benachrichtigung an, gut ist. Eventuell, wenn ich mich zusammenreißen kann, über Livestream-Chat, werde ich die Pakete aufspannen und sie zusammen mit euch im Stream aufmachen. Sind deine Fahrtech-Sachen schon da? Ja, guter Call, Digga. Können wir holen, die sind da, die können wir auspacken. So. Ich glaube, einige Sachen sind heute noch angekommen bei meinen Großeltern. Wo sind das hier? Oh! Ah, Bruder, weiß nicht. Bruder, die ist aber... Boah, die ist halt eng, ne? Doch, das geht. Ja, mir ist die ein bisschen... Ja, doch, das geht. Das geht eigentlich. Oha. Oha, da hat man ja voll den geilen Arsch drin, Digga. Hallo, ich bin's, die Twitch-Streamerin. Hihihi. Das geht, eigentlich geht's. Da habe ich auf jeden Fall deutlich schlechtere Jeans mir schon bestellt. Und Jeans geht, Bruder, steht... Also, das geht. Ich glaube, man muss die auch erstmal ein bisschen eintragen. Wisst ihr, wie ich meine? Viel zu eng. Ja, Bruder, wir leben aber auch nicht mehr in den Anfang 2000ern, wo die bis zur Arschritze. Die sitzt ganz normal wie eine Jeans. Was erwartest du denn, Digga? Bruder, ich finde diese. Ich sag dir ganz ehrlich, die sitzt ganz gut. Einzige, der Knopf am Bauch ist ein bisschen eng, aber das liegt nicht an der Jeans, sondern an meinem Bauch. Was haben wir hier? Oh, Gucci. Das müsste. Die Bauchtasche sein, die ich mir mal scherzeshalber bestellt habe, weil sie mir so vom Style her ganz gut gefallen hat. Oh, Digga, ich finde die sieht. Wie gesagt, das ist Geschmackssache, Diggi, aber ich finde die hat eine schöne, schöne Oldschool-Optik. Das ist Geschmackssache, Digga. Euch muss die ja nicht gefallen, mir muss sie gefallen. Aber die mag ich gerne, Digga. Die kann man sich jetzt ja natürlich so theoretisch gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das in der heutigen Zeit, wie die Leute noch die Bauchtaschen. Ob man die so rüber macht. So kann man die sich rüberziehen, wenn man draußen unterwegs ist. Keine Ahnung, Digga. Oder man macht sich die halt vorne hin, aber letztendlich, Digga, ist auch scheißegal. Ich finde sie auf jeden Fall so, dazu eine schöne Jeans auch, das kommt schon ganz cool auf jeden Fall. Passt gut zur neuen Jeans. So Bauchtaschen, so auf die Art und Weise tragen, kann man natürlich auch, geht auch. Aber ich mag die Optik, Digga. Ich finde die Optik ganz, ganz geil. In dieser Jeans-Optik mit dem Braun, gefällt mir eigentlich ganz gut, Digga. Kann man mal auf stabil in Schenefeld anziehen. Dann, wenn man aus Schenefeld rausgeht, sieht es genauso aus wie jetzt. Nämlich komplett leer. Sehe die schon nur noch im Ankleidezimmer als Deko stehen. Bruder, du hast es erfasst. Guck einmal, also egal. Manchmal würde ich gerne verstehen, was in dem Kopf eines Hundes los ist. Was will der Hund mir damit sagen? Er hat sich direkt auf die Jeans gelegt. Ist die abgenommen von dir, Kylo, die Jeans oder was? Oder was willst du mir damit sagen? Du hast die Rechnung. Ich weiß nicht, was hat das Ding gekostet nochmal? Ach, scheiße. Was haben wir hier noch auf entspannt? Ah! Die... Kurze Hose von Balenciaga. Ja, Bruder. Also ich sage euch ganz ehrlich, Mashallah. Super. Lass ich auch direkt an. Richtig nice. Also ich finde die Farbe halt auch einfach, die Farbe, guck mal, wie schön braun meine Beine da drin aussehen. Da kommt deine Bräune richtig geil zur Geltung. Klar, über Preis brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich glaube, wir haben für die 800 Euro oder 700 Euro oder so bezahlt. Das ist natürlich voll dulli. Hart auf hart, aber im Shopping-Stream kaufen wir uns teure Sachen und wir, Bruder, die sieht schon nicht schlecht aus. Ich mag die, Digga, sieht das aus, als wenn ich in die Hose geschissen habe oder was damit? Oder da hat man vorhin den riesen Arsch drin, oder? Ah, mein Rücken. Nee, das sah nur gerade so aus, Digga. Jetzt haben wir nur noch Pullover von Dior. Die Handtasche habe ich mir nicht mehr bestellt. Da haben wir einmal Dior Nummer 1 und Nummer 2, den Dior Pullover. Oh, stinkt ja nach Chemie, scheiße. Seht ihr die Verarbeitung? Also das ist, reden wir jetzt nicht über den Preis, aber die habe ich so noch, also schon krass verarbeitet, Digga. Ist auch mein erster Pullover von Dior. Ich habe mir vorher noch nie was von Dior gekauft, muss ich gestehen. Machen wir mal kurz die Probe, wie der so vom Fit ist. Schwierige Farbe? Nö, eigentlich nicht, Digga. Boah, der sitzt
wie ein L sitzen müsste. Der hat auch hinten die Kapuze nicht so moist, die Meier. Versteht ihr, wie ich meine? Der hat einen sehr guten Fit, finde ich. Also klar, für den Sommer ist er jetzt nicht geeignet, ist ja klar, aber der kommt schon maschallah. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet bei 1500 Euro pro ein scheiß Pullover. Und dann haben wir uns den auch nochmal bestellt in Blau. Digga, dieses scheiß Schild, Mann. Der sitzt genauso wie der andere auch, das ist klar wie Kloßbrühe, Digga. Aber sieht auch schick aus auf jeden Fall. Sieht gut aus. Macht guten Eindruck, aber mir ist jetzt schon, also der ist auch von der Qualität echt, also der hat schon, also der ist schon wirklich dick. Hä, was ist denn? Ja, ich bin auf die Tastatur gekommen. Also ich möchte nochmal ganz kurz festhalten, lieber Livestream-Chat, und auch für die Leute, die das dann eventuell bei YouTube schauen. Ich weiß, in der Relevanz, so viel Geld für Klamotten auszugeben, ist natürlich im Grunde diesen hier. Aber das Format Shopping-Stream bestand schon immer daraus, sich coole Sachen zu kaufen, aber auch Sachen zu kaufen, die teuer sind, beziehungsweise wir haben nie auf den Preis geachtet. Wir haben uns damals im Livestream schon Socken für 100 Euro das Paar gekauft oder für zwei Paar. Wir haben uns damals teure Gucci-Klamotten gekauft und das Format wird weitergeführt. Und letztendlich ist es ja mein Geld, ich kann mir damit erst kaufen, was ich möchte. Und wir wollen nicht diskutieren oder darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, sich einen Pullover für 1500 Euro zu kaufen, denn es ist nicht sinnvoll. Nichtsdestotrotz kann ich es machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist meine Entscheidung und niemand ist dazu animiert, das nachzumachen. Jeder kann selber für sich entscheiden, ob er sich teure Klamotten kaufen will, übertrieben teure Klamotten oder einfach bei Woolworth sich ein paar Unterhemden holt. Und am Ende des Tages ist ja auch eins klar, Onkel Monty bleibt immer der gleiche, denn er sitzt immer noch mit seinem gut und günstig Unterhemd im Stream und chillt so am besten.